Okay, Timeout. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, wo ich hingehen muss. Okay, es hat mich eine gewaltige Menge an Sucherei gekostet und ich habe in der Zwischenzeit ein, zwei neue Waffen gemacht. Aber wir haben sie gefunden. Ah, es war tatsächlich im zweiten Bereich hinter der Windfestung. Hier im Blumengarten voller Blumen. Tja, gucken wir mal, was Passe will. Ha, da sind sie ja. Ha, ich hab dich gefunden, Passe. Du wirst nicht da entkommen heute. Huh? Nina, nein. Oh, Ariel. Was machst du hier? Nun, sie ist hier. Ich konnte. Ah, ich hätte. Ah, musste es versuchen. Ah, sie passt hier. Ja. Sie ist einfach nur so aus dem Nichts ausgetaucht und ist drüber untergefallen. Oh, was für ein Schwächling. Hey, sie ist ein Geist, ja? Was tust du hier, Passe? Tja, na gut. Ich werde es dir sagen, wenn du diese Beschwörungskreatur besiegen kannst. Oh, natürlich. Endgegnerkampf aus dem Nichts. Los, ehre meinen Pakt. Komm her und vernichte meine Feinde. Tod. Was, Tod persönlich kommen? Oh, nicht schon wieder. Du lernst auch wirklich nicht dazu. Okay, jetzt gucken wir mal, aber ich lerne dazu. Denn ich habe hier nur mein Kettensägenschwert und. Oh, oh. Okay, das dauert vielleicht ein bisschen lange. Nehmen wir das mal. Oh ja, wow, das macht doppelt so viele Schadenspunkte. Hey, los hier, friss Kreissäge ins Gesicht und. Yeah. Ja, der hat uns nicht mal getroffen, ey, wie ist der doof. Kreissägenangriff. Ja, du bist wohl verwundbar gegen Kreissägen, ja? Hättest nicht die Schwellen, hättest statt Sensen mal lieber Nächsten kämpfen müssen. Wow, er hat fast 6000 Trefferpunkte gehabt oder sowas. Und ich muss nicht hier einmal heilen. Das ist die Stärke der Kettensägen-Axt. Der Kreissägen-Axt, Entschuldigung. Inzwischen habe ich sogar eine Axt, die ein bisschen stärker ist, aber dafür eine schwächere Verteidigung hat. Aber hey, schon gewonnen. Ja. Victory. Sieg für uns, Leute. Und jede Menge Erfahrungspunkte und Bonus-Erfahrungspunkte. Und Level-Ups für alle. Yay. Okay, wir brauchen mal ein bisschen mehr Agilität, damit wir uns vorwärts bewegen. Und was wir brauchen, ist auch Verteidigung. Also weiter. Oh, wir haben was Neues gefunden, woraus wir irgendwas schmieden können. Aha, sieht so aus, als hättest du gute Arbeit geleistet. So, wir haben gewonnen. Jetzt sag uns endlich, was ist. Oh, nichts Besonderes. Was? Ich sagte, ich bin nicht hier, um irgendwas Besonderes zu machen. Ach komm, oh, arbeitet Pasteur jetzt für die Programmierer, um uns aufzuhalten, oder was? Ja, genau, ey. Hör auf, rumzumurksen. Oh, okay. Ich war nur der Köder. Oh, los, los, rede weiter, oder müssen wir dich foltern? Tja, weil du hier bist. Während du hier bist, klaut Gethard die versteckten Dämonenklingen. Ha, zumindest ist das der Plan. Es klingt nach ihm, nicht wahr? Genau, ich bin in Gefahr, während er herumliegt. Das ist ein Feigling, nicht wahr? Oh nein, er wird herausfinden, wo ich die Dämonenklingen versteckt habe. Ja, meine Arbeit ist erledigt. See you later, Alligator. Hey, warte! Nina braucht ihren Körper zurück. Ach, schon okay. Nina, geht's dir gut? Ha, tata! Oh, verzieh dich bloß. Aber wie? Ah, schon okay, Ariel. Du musst zurück zum Dorf, jetzt! Nein, Nina! Mir geht's schon wieder besser. Ich gehe ein bisschen nach unten und ruhe mich aus. Du schau nach den Dämonenklingen. Ah, ja. Nina ist auch weg. Tja, jetzt müssen wir wohl nachgucken, was mit unseren Dämonenklingen ist. Ah, zurück zum Dorf. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir haben nicht mal alle vier Dämonenklingen zusammen. Und jetzt müssen wir nur noch darum bangen, dass uns nicht die anderen drei weggenommen werden. Ah, jetzt sag nicht, dass wir anschließend noch drei weitere Dungeons durchsuchen müssen. Aber hier demonstrieren wir mal super unsere neuen Superwaffen gegen die Lehrgegner vom Anfang. Ein Treffer, alle tot. So, erledigt. Okay. Jetzt beeil dich, Leute, cool. Ariel, beeil dich. Renn hier nicht. Oh, toll, einen Wurm gefunden. Ah, oh, Mann. Oh, kommt her jetzt. Jetzt habe ich so viel Frust. Das müsst ihr, da müsst ihr das. Aber muss ich mich an euch abreagieren hier. Und es geht nach Norden. Und nach oben. Los, komm, wir müssen nur bis zur Windfestung. Dann können wir uns wegbeamen.
Aber natürlich geht das nicht so einfach, weil wir sind hier immer noch und müssen gegen Selbstmordattentäter kämpfen. Glücklicherweise denken sie nicht daran, sich in die Luft zu springen, sondern kommen einfach nur an und dann warten, bis wir ihnen die Kreissäge ins Hirn schlagen. Ach, endlich. Gleich sind wir wieder am Teleporter. Dann sind wir hier fertig. Erstmal speichern. Nochmal will ich dieses Trauerspiel nicht erleben. Ah ja, einige Summer Nights 2 kommt mir immer mehr vor wie eine Komödie. So, jetzt beamen wir uns zurück an den Anfang. Und führen jetzt erstmal Getham direkt zum Versteck, denn ich habe den Plan bereits in Führern 5 Meilen Entfernung kommen sehen. Oh! Sie sind zurück und wissen noch nicht, was passiert ist. Und was ist passiert? Ich frage mich, was los ist. Ja, am besten zurück zum Workshop. Die reden nicht mit uns. Was richtig komisch ist. Bestimmt ist was ganz Schlimmes passiert. Na, hat Gerdham das super Versteck gefunden? Oder führen wir ihn direkt hierher? Da kommen sie. Was ist los? Du Eo, du warst so lange weg, Ariel. Was? Ist irgendwas mit den Dämonenklingen passiert? Weißt du, was passiert ist, Ariel? Pastor Teuer hat mir das erzählt. Sie hat gesagt, der Endgegnerkampf war nur dafür da, mich wegzulocken, während Getham hier reinmarschiert und die Dämonenklingen klaut. Tja, es hat geklappt. Die Dämonenklingen wurden beim schwarzen Schwertmann geklaut. Nein, der schwarze Schwertmann! Ja, es ist so schnell passiert. Ich war gerade an der Ecke der Stadtgrenze und wenn ich zurückkam, waren sie alle weg. Es ist zu schnell passiert. Es ist, als hätte er gewusst, dass sie unten waren. Aber ich kann nicht verstehen, wie die so. Ja, genau. Weil die Schwerter lagen einfach nur unterm Bett rum. Ich kann nicht verstehen, wie er die so schnell gefunden hat. Oh. Du warst der Einzige, der wusste, wo die Dämonenklingen waren, nicht wahr? Ja, sie und ihr Partner und jeder, der unter dem Bett nachgesehen hat. Ja, das stimmt. Hey, you guys. Denkt ihr vielleicht, Ariel ist schuld? Meine, ich bin auch ein Verdächtige. Der schwarze Schwertmann sagte, dass Ariel es alles erklären könnte. Und ihr habt ihm geglaubt? Mann, ihr seid noch blöder als ich und ich hab die Schwerter einfach unter das Bett geworfen. Ach, come on. Denkst du wirklich, ich wäre fähig, sowas zu tun? Das macht ja nicht mal Sinn. Aber du denkst, Ryoga ist dein Freund, nicht wahr? Und jetzt willst du deswegen die ganze Welt vernichten, mit Hilfe von Gauda. Naja, weißt du was, Ariel? Wenn du Ryoga hilfst, dann wirst du einfach nur die Vernichtung des Dorfes beschleunigen. Und Godzilla Gauda wird gewinnen. Oh nein, das würde ich niemals tun. Ich denke, sie haben schon, ja, bla 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 bla. Die glauben, was sie glauben, und wir glauben, was wir glauben. Und da kommt Engel. Da einer wieder mal. Was zum, sie hat sich verwandelt? Oh, ihr seid nicht nett, ihr seid gemein. Wenn ihr wüsstet, wie hart Master Ariel gearbeitet hat, um die Dämonenklingen zu finden. Ja, wir haben uns durch 3 Bullshit-Dungeons gekämpft. Oh, wirklich? Ich hatte Verdächtigungen über. Ah, genau, jetzt ist Dinah die Verdächtigte. Oh, bitte hört auf damit. Ich würde sowas nur nicht tun. Sie würde sowas nicht tun. Genau, wir müssen die Dämonenklingen zurückbringen. Ah, endlich mal ein bisschen Vernunft in diesem Trauerspiel. Wir verlassen uns auf dich, Orin. Hey, ich komme mit. Fuck off. Ach, Orin. Tja, ich gehe nach Hause. Thank you, Chief. Ach, Master. Ich bin so erschöpft. Sorry, Ariel. Oh, es tut mir so leid. Ach, geht's dir gut, Vater? Ja, danke, Tatjana. Oh, das ist so ein Bullshit, ey. Von dem Moment an, wo die Klingen einfach so unter das Bett geschubst wurden, wusste ich, dass sowas passieren würde. Na, wenigstens haben wir Getham nicht gleich hier zum Versteck geführt. Das wäre der nächste dumme Klischee gewesen. Ah, oh, sie haben Glauben in uns gehabt. Aber wenn nur irgendwelche schlimme Sache passiert, geben sie sofort auf. Tja, ja. Oh, sie sind so selbstsüchtig. Was machen wir jetzt? Naja. Egal, ob sie in uns vertrauen oder nicht, wir holen uns diese Dämonenklingen zurück und verkloppen Gauda. Und ich meine nicht den Käse. Ah, du bist so weich, Meister. Das tut mir richtig weh. Ah, let's go.
Erstmal gucken wir hier unten nach. Ja, unser super versteckt am Bett. Erstmal ausruhen, das war so Bullshit-mäßig hier. Ich kann das nicht glauben, ey. Ja, einfach das einfach unter das Bett geschoben. Jetzt müssen wir erstmal was schmieden hier. Oh, ach ja. Ach je. Nee, 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 nee. Wir haben gerade mal eine neue Pike gekriegt hier. Und eine dusselige Axt. Opfern wir jetzt das Schwert? Naja, was soll's. Wir haben unsere Kettensägen-Axt. Und das Kettensägen-Schwert ist ohnehin die schwächste unserer Waffen. Da hilft's auch nicht, dass es die schnellste ist. Also benutzen wir mal das neue Erz an dem Ding. So, Create. Schwert. Und Dämonenklinge. Ja, das pure Böse kommt dadurch. Egal, neues Schwert muss her. Und geschmiedet. In 0,x. Ne? Was kriegen wir? Wir kriegen den bösen Säbel. Ach ja. Bling! Aber der böse Säbel ist jetzt schon stärker als unser Kettensägenschwert. Dann tun wir das jetzt mal mit Upgrade mit dem stärksten, was wir haben hier. Zuerst mal Kristall. Und dann Lichtmetallerz. Das passt irgendwie so überhaupt nicht, aber es ist das Optimalste, was wir hier haben. Und jetzt hauen wir mal in die Pauke und verbessern den bösen Säbel. Tada! Gut, jetzt... Wow, ey, damit, das ist die unsere schnellste und stärkste Waffe bisher. Und hat so viel Verteidigung, dass es schon fast an unsere Kreissäge heranreicht. Okay, ja, schnell noch. Waffen austauschen. Den bösen Säbel. Ein paar Tech Points haben wir auch noch mitgekriegt. Weil wir das recycelt haben. Ah ja, und reparieren habe ich fast vergessen. So, und weiter geht's. Jetzt ist unsere stärkste Waffe der böse Säbel. Ah ja, aber die schwächeren Gegner werde ich immer noch mit der Kreissäge in die Luft sprengen. Okay, genug Grau gefaulenzt. Wir müssen die vierte Dämonenklinge finden und die dritte zurückkriegen. Bla bla bla, ja ja, ich weiß, ihr wollt nicht mit uns sprechen. Weil ihr alle denkt, dass ich mich selbst sabotiere hier oder was. Mann ey, Handwerkshüterin Ariel ist wohl die einzige, der sie vertrauen können. Aber typischerweise in Japano-RPG-Manier ist natürlich sie diejenige, die allein Schuld an allem trägt. Aber wohl zugegeben, was mit dem Versteck war wirklich doof. So sau doof. Okay. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das zurück? Und wo kriegen wir Get Harm her? Wo versteckst du dich, Get Harm? Das frage ich mich nämlich jetzt auch. Ach ja. Besuchen wir mal den Gletscher in der Zwischenzeit. Naja, ich kann mal mit Select miteinander quatschen. Wir müssen die Dämonenklingen zurück von dem schwarzen Schwertmann kriegen. Aber wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht könnte Gabriel könnte uns das sagen. Oder er könnte in der Nähe sein. Das heißt, ich bin hier natürlich wieder mal auf dem vollkommen falschen Dampfer. Los, zurück, zurück, zurück. Aber dann müssen wir uns in die Windfestung beamen, wo der ist. Der Gabriel. Beam, 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 beam. Auf zur Windfestung. Okay, los, Bullshittereien. Los, vorwärts, Marsch. Jetzt dürfen wir wieder mal auf die Suche gehen hier. Ist der vielleicht immer noch am Stadtrand? Ach, come on. Warte, Wasserfestung? Ja, ja, Gabriel weiß das. Wenigstens konnte ich mich an den Namen erinnern, anders als bei Borzak. Ach, Schnauze, Schnauze. Oh. Ja, bla bla, gib mir das nur her, Mystery Egg und was nicht alles. Aber
Wo zum Teufel ist Gabriel? Müssen wir jetzt wieder durch die Wälder turnen, um ihn zu finden? Ach, Manometer. Aber erstmal machen wir diese kleine Nebenquest zu Ende hier. Obwohl, ich wette, jetzt wo sie nicht mit uns spricht, können wir es erstmal nicht beenden, bis zum nächsten Tag oder so. So, wo war nochmal die Lady, die unbedingt jetzt andere Gewürze ausprobieren wollte? Was? Ach, die Leute hier da verdienen es eigentlich gar nicht, dass ich ihnen helfe. Ah, ich hab's mir gedacht. Jetzt, wo wir das Zeug gefunden haben, können wir diese kleine Nebenquest nicht beenden, weil die Leute uns jetzt alle hassen. Die hassen aber so sehr. Ah, jetzt muss ich mich irgendwie erstmal abreagieren an diesem einen Viech, wenn ich's finde. Jetzt muss ich natürlich erstmal rausfinden, wo es lang geht wieder. Ah, mein Orientierungsvermögen ist so scheiße, ey. Oh, kommt, Leute. Hier gibt's doch gar nicht so viele Wege, wo man sich verlaufen könnte. Aber irgendwas ist komisch an hier. Nein, das war's nicht. Das da oben war's auch nicht. Aha, okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay, ich habe mich selbst verraten. Verstehe ich gar nicht. Ah. Hey, du da. Psst. Ah, okay, jetzt sind wir richtig im Bullshit-Territorium. Das Viech will nicht mal gegen uns kämpfen, teilweise. Oh, toll. Es versucht nur, uns zu töten, wenn es uns mag, oder was? Ah, okay, jetzt können wir uns nicht vermeiden. Wir müssen uns auf den Weg machen nach Knechoidia. Okay. So beamen wir uns zur Wasserfestung zurück. Und dann gucken wir als erstes mal... Ach nee, hier müssen wir durchrennen. Okay. Nur die Ruhe. Wir finden schon raus, wo der Knirsch steckt. Er ist nicht in der Windfestung. Falsche Richtung. Also müssen wir jetzt Gabriel suchen. Leider sind die einzigen Leute, die uns sagen könnten, wo er ist, verschwunden, bis wir ihn wiederfinden. Ah. Also turnen wir wieder mal durch den Wald rum hier. Ah. Ich muss ehrlich sagen, das letzte Mal, dass ich so eine Bullenscheiße vorher gesehen habe in einem Spiel, das war, als ich in den 90ern als Kind Breath of Fire 2 gespielt habe. Mann, das war so ähnlich. Die erste Hälfte des Spiels war praktisch nichts anderes als im Kreis herumlaufen, zwischen denselben zwei, drei Städten und irgendwelche bescheuerten Sachen oder Leute hin und her schleppen. Das wurde am Ende richtig beknackt. Aber nichts war besser als das war, als die Fetch-Quest, die danach kam, ey. Ja, da will ich lieber gar nicht mehr drüber nachdenken, ey. Wie war das noch? Wir mussten mit so einem komischen, altersschwachen Baum sprechen, aber mit dem Baum zu sprechen brauchten wir diesen komischen Grasmann. Um den Grasmann zu kriegen, mussten wir irgend so ein Monster verkloppen und ein anderes dahin schleppen, aber dann mussten wir doch noch ein Monster verkloppen. Und selbst als wir dann mit ihm, und dann war der Kerl, der Baum senil und brauchte irgendein Medikament von einem anderen Ort, und der bei dem Ort, der war, wie war das nochmal, der dusselige Ort, ah ja genau. Da haben die Leute natürlich sich mit Musik unterhalten in Tunlan. Also mussten wir irgendein Musikinstrument auftrauben, magischerweise. Und dafür mussten wir einen anderen Dungeon besuchen. Und oh, okay, endlich, wir haben es geschafft. Und da steht ich nur 5 Meter von dem... Spiel, du machst das mit Absicht, stimmt's? Gefunden, gib die Dämonenklingen zurück. Der schwarze Schwertmann ist still und leise. Oh, entschuldige dich, du hast unsere Reputation ruiniert und uns zu Ausgestoßenen gemacht. In unserem eigenen Dorf. Und wenn du dich nicht entschuldigst, dann werde ich dir niemals vergeben. Oh, ich hab's doch schon Geld angegeben. Ihr seid zu spät, wie üblich. Oh nein. Habt ihr diese Schwerter wirklich gebraucht? Natürlich. Warum? Tja. Um Gauda zu versiegeln. Ich muss gar Gaudas Wiederbelebung verhindern.
Warum willst du Galgauda versiegeln? Für die Dörfler? Naja, wir wollen eben nicht, dass ein Riesenmonster rumläuft und alles zerstört. Die Dörfler vertrauen euch nicht, nicht wahr? Ach nein, allem, was ihr getan habt, greifen sie euch in dem Moment an, sobald irgendwas Schlimmes passiert. Naja, streng genommen greifen sie uns nicht an, sie wollen nur nicht mit uns reden. Eure Gefühle wurden betrogen. Verstehst du nicht? Oh, das ist noch wirklich kein Grund. Warum sollte ich jetzt sie wirklich betrügen und verraten? Das wäre wirklich scheiße. Was? Logik? In diesem Spiel? Nicht erlaubt. Tut mir leid, ich kann nicht aufhören. Es ist nicht, weil es geht nicht nur um Nasdorf, es geht um die Welt. Und für Nina, und für Gabriel. Und Bruno, und Xeride, und eben für diese komische Riesenmaschine Gunwald. Und für Dinah, wo die ganze Zeit, die mit mir zusammen ist, die ganze Zeit. Scheiße, du hast recht. Ich hab nur Bullshit gesagt. Ach, Ariel. Logik in diesem Spiel. Und ich bin der... Oh, ja, der Eckenfechter, der Klingenfechter. Und ich bin der Einzige, der es tun kann. Ja, weil die anderen alle Scheiße im Hirn haben. Da würde ich dir zustimmen. Ariel, du bist die Einzige, die es kann. Du würdest für andere kämpfen. Du bist echt nobel. Zang! Und jetzt muss er gegen uns kämpfen, weil er ist ein Schwertmeister und die kämpfen nur. Ah, ich hab die böse Klinge hier. Autsch. Okay. Jetzt muss ich wohl darüber nachdenken, was ich hier tue. Upp. Autsch, autsch. Was war nochmal? Blocken? Ah, aber autsch. Jetzt ist mir eingefallen, das ist blocken, genau. Autsch, autsch. Okay. Ich muss das Blocken wirklich wieder lernen hier. Arsch. Okay. Nein, hau ab, du. Nein, nein, lass mich heilen. Oh, gerade so eben. Arsch. Arsch. Arsch, arsch. Au, au, ich habe aufgehört zu blocken in dem Moment, wo es schief läuft. Ah, komm, lass mich in Ruhe, damit ich zuschlagen kann. Oh, Gott sei Dank. Ha, nimm das. Autsch, autsch, autsch. Oh. Ja, das ist ein Kampf, den muss ich ernst nehmen. Wäre schön, wenn ich jetzt dieses dumme Dings da hätte. Autsch. Ah, hier hat Blocken nicht geholfen. Nehmen wir das mal. Ah, ja, shit. Oh, Gott sei Dank. Er ist genau reingelaufen. Jetzt heilen wir mal lieber, bevor er uns verdrischt. Und ich denke, jetzt können wir ihn fertig machen. Ha, wir sind rübergesprungen. Ha, 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 ha. Au, au, au. Au, erwischt. Puh, ja, hier musste ich tatsächlich Strategie anwenden. Das war mal eine nette Überraschung. Komisch. Der letzte Endbosskampf war richtig super leicht. Der Kampf davor, den hätte ich beinahe verloren, weil der Gegner plötzlich super stark war. Na, was soll's. Huh. Ich bin besiegt? Ja, das bist du. Oh nein! Es ist Gabriel! Er ist der schwarze Schwertmann! Hey, der Schwertkämpfer war wahrscheinlich deswegen so leicht zu besiegen, weil er es war. Oder habe ich hier was verpasst? Gabriel, was passiert hier? Du Xeride, was geht hier vor? Ich wollte bloß nach Hause. Was hast du gesagt? Zu meiner Heimatwelt. Ich wollte zurück nach Metropa. Oh, sorry, aber der Name. Darum habe ich diese Rüstung angezogen und so getan, als wäre ich ein Schwertkämpfer. Oh, du hilfst also Ryoga. Genau. Wenn er Godzilla, ich meine Gauda, ich meine Gura wiederbelebt, dann hat er mir versprochen, dass er die Power von diesem Monster benutzen könnte, um mich nach Hause. Ich kann mir nicht glauben, dass du für so einen offensichtlichen Versuch reingefallen bist. Ich habe ihm auch nicht geglaubt, aber es war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. Hast du denn gedacht, was dann passiert? Dass Gauda dich in seine Klauenhand nimmt und dann zu deiner Heimatwelt zurückwirft, oder was? Das ist schließlich nicht so, als könnte... Ach, egal. Machen wir weiter. Ja, ich habe auch mitgemacht. Ich kann ebenfalls teleportieren, genauso wie Bruno. Ach, deswegen haben wir euch die ganze Zeit überall gefunden, wo wir die Dämonenklingen gefunden haben. Ja, genau. Ah ja, genau. Jetzt kommt auch noch Hacking dazu hier.
Hast du irgendwas damit zu tun, dass Gunwald gestorben ist? Ja, weil er, während ich ihn repariert habe, habe ich ihn sabotiert. Oh, ja toll, jetzt kommt auch noch Mord dazu. Oh. Er ist nicht schlecht, er hat zwar einen anderen umgebracht, aber er ist nicht schlecht. Ich habe es nur für mich selbst getan. Ich habe es nicht getan, um jemandem zu helfen oder weil ich jemanden hasse oder so. Ich wollte einfach nur nach Hause gehen. Du weißt nicht, wie es ist, wenn irgendwas von dir gestohlen wird. Du weißt nicht, wie es ist, entführt zu werden von deiner Heimat, Ariel. Ich wollte nach Hause. Ja, E.T., du willst nach Hause telefonieren. Aber du bist anders. Selbst als die Dörfler dir den Rücken zugedreht haben, wolltest du immer noch helfen. Du kämpfst nicht nur für die Dörfer, aber auch für Dinah und Nina und selbst für mich und für den Rest der Welt. Das wollen wir mal nicht vergessen, ja? Ach, sind wir die Klischees hier bald durch? Keine Angst, die Dörfler hätten dich niemals ganz allein verraten. Gertham hat eine Beschwörungskreatur mitgebracht. Sie hat einen Zauber ausgerufen, sodass die Leute ganz wuschig wurden. Tja, Gertham würde sowas tun, nicht wahr? Ah ja, genau, und wir glauben dem Kerl jetzt? Okay, na gut, meinetwegen. Da es ein japanisches Rollenspiel ist, hat Gabriel jetzt natürlich recht und lügt nicht. Ja, genau, wir müssen noch einen Bullshit-Endboss besiegen. Oh, und er wartet ja auch noch hier rum. Mann, wie viele Bullshit-Endbosse müssen wir noch besiegen, bevor wir die Story weitermachen können? Aha, tiefer im Wald. Und er wartet auf uns? Ich habe keine Ahnung, aber er wollte, dass ich euch zu ihm hinführe. Er hat irgendwas Böses geplant. Ach, oh, es ist ein Hinterhalt, aber wir müssen gehen. Ach, come on, Meister, wir marschieren direkt in die Falle. Ach, Ariel, könntest du das Tatjana zurückgeben? Naja, okay, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Oh, das sind die Süßigkeiten, die sie gemacht hat. Sie hat sie mir gegeben, nachdem sie versucht hat, mich zu heilen. Aber ich verdiene sie nicht! Ja, ist ja gut, Gabriel, beruhig dich. Ah, tut mir leid, dass ich euch so verraten habe. Ich bin so sorry. Oh, hey, nee, weil, renn nicht weg. Tatjana Süßigkeiten bekommen. Gabriel hat's geschafft. Oh, ja, da ist ja dieser Witz, dass die Süßigkeiten in Wirklichkeit schauerlich schmecken. Oh. Ja. Jetzt streitet ihr euch mal wieder so, wieder ein Pseudostreit. Ah, ja, genau, was der Spieler jetzt sah, denkt. Unglaublich, du vertraust Gabriel immer noch? Naja, ich vertraue ihm, ja. So alles, was ich tun kann. Ah, ja, genau, ich werde Gerdam besiegen und diesen bösen Zauber brechen. Ja. Okay, Deiner. Danke dir. Was, was? Oh, okay, lass uns losgehen, los. Ja. Jetzt gucken wir mal, was wir hier anwenden können. Reparieren wir mal unseren bösen Säbel. Ach, die anderen Waffen sind noch alle gut in Schuss. Und wir nehmen nochmal eine Bandage für minimalen Heilungserfolg. Ah ja, und wir haben jetzt 14 von diesen Safe-Dingern. Dann können wir das ja jetzt hier mal machen. So, gespeichert. Und weg hier. Auf in den verschwindenden Wald. Du. Ja. Brennen wir direkt in die Falle, weil das macht solchen Spaß. Die Gegner, sind sie jetzt stärker oder? Jep, sie sind stärker. Neue Gegner, das ist ja mal überraschend. Aber wir haben den bösen Säbel. Und das bedeutet, wir können einfach drauf dreschen. Und naja gut, ich denke, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr blocken müssen hier. Vor allem, da die Gegner einfach nur stur losgerannt sind. Ah, naja, was soll's. Ah. Wenigstens zwingt uns das Spiel nicht wieder dazu, endlos dieselben Gegner zu bekämpfen. Oh, eine Höhle. Dann gehen wir mal rein. Ah, noch mehr neue Gegner. Aber ich habe den bösen Säbel. Also fallen sie fast so schnell, als wären sie nicht neu. Du komisches Chamäleon Fings. Autsch, hau ab. So. Ich habe einiges an Schaden genommen, aber das ging doch schon ein bisschen besser als der andere Kampf. Und runter hier. Oh, jetzt sind wir unter im Untergrund. So. Gucken wir mal, was euch hier versteckt. Wahrscheinlich nicht viel.
Ja. Polierstein gefunden. Ah ja. Hier haben wir natürlich auch neue Gegner. Hören die mal irgendwann auf? Anscheinend nicht, ne? Okay, ich sehe schon. Autsch. Okay. Bären, ihr habt uns ganz schön verkloppt. Ah, das war ja mal wieder toll. Okay. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich werde jetzt erstmal ein paar Level auftrainieren und dann machen wir an dem letzten Speicherpunkt weiter. Und bis dann.